Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Ölförderungs-Treibstoff-Exportier-Warenproduktions-Let's Play. Naja, das übersteigt hier so ein bisschen, ne, die Grenzen des Sinnvollen, würde ich sagen. Alles einfach nur noch hier auf Treibstoff aus. Wir exportieren. Wir haben mittlerweile mehr als die Hälfte geschafft. Nur wenn wir überlegen, dass wir noch 5 Folgen dafür brauchen, das ist ein bisschen nervig, ne? So, das Ölfeld können wir schließen. Es wird nach und nach weniger. Ja, hier ist schon richtig was los. Stau ohne Ende. Houston wächst richtig gut, dadurch, dass wir die so schön hier mit Waren, immerhin mit Güterbedarf versorgen. Das aus hier, das Schiff ist brechend voll. Dann wird eigentlich Zeit, dass mal wieder ein neues kommt. Hat New Orleans zu viel Waren oder was? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nee. Ist auch immer nur kurzfristig wahrscheinlich, weil alle gerade unterwegs sind. Aber bevor der nächste da ist, vergeht viel Zeit. Mal gucken, hier sind 149, viel zu viel. Also kaufen wir nochmal ein neues Schiff. So einer hier. Die Klondike. Für Linie Nummer 10. Nächstes Schiff. Müssen ein bisschen mehr abtransportieren hier, ne? Da kann man wieder mehr zuliefern. Aber es läuft auch. 12.772. Alle Ölquellen sind mittlerweile erschlossen, auch wenn natürlich einige Ölquellen hier nicht gut abtransportiert werden. Zumindest sind jetzt mittlerweile alle so weit, dass sie bearbeitet werden. Ich weiß nicht, mit dieser Reisegeschwindigkeit, ne? Das, eigentlich haben wir eine schnelle Reisegeschwindigkeit. Warum wir die Medaille nicht in der Tasche haben, kann ich noch nicht sagen. Sorge dafür, dass die Reisezeit auf der Strecke Houston-New Orleans höchstens 5 Minuten dauert. Wir sind doch hier in Houston-Ost. East Street, ja, okay, das ist Straßenbezeichnung. Da können wir nicht einfach irgendwas anderes draus machen. Ja, da warten 30 Leute. Oh. Und hier warten 1 Leute. Linie 19. Also kaufen wir noch was für Linie 19 oder was? Kaufen wir doch nochmal so eine. Linie 19. Weil an sich ist die Reisezeit so kurz. Aber vielleicht müssen einfach noch ein paar mehr Flugzeuge starten und landen, dass die Reisezeit da noch ein bisschen besser berücksichtigt wird. Gut, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Würden wir sehen, wie viel wir schon importiert haben. Sorge dafür, dass das wohl wirtschaftet. Bla, das kriegen wir wohl zum Schluss noch hin. Importiere mindestens 6.000 Waren. Ja, sieht man hier nicht, ne? So eine Gesamtzahl irgendwie, wie viel wir schon importiert haben, nicht zu sehen. Ja, schön. Die nehmen jetzt ja auch dann Öl immer mit nach oben, ne? Wenn sie hier unten Krams hinbringen, nehmen sie Öl wieder mit nach oben. So, was machen unsere ganzen Linien? Das ist ja schon eine neue Linie. Gucken wir, was ein Geld die hier macht. 590.000 macht Linie 20. Warum macht denn die andere noch so wenig Gewinn? Keine Ahnung. Lake Charles Nord. Aber so Fahrzeuge sind auch bald alle. Na, okay, nee, die haben ja viel längere Lebenszeiten. Mal Linie 11, ist gut was los. Linie 11 wird immer noch gut versorgt, also hier brauchen wir nicht unbedingt was machen. Was ich immer noch nicht verstehe, warum Linie 19 nicht dazu beiträgt, diese Medaille zu gewinnen. Wir haben eine Zeit von 3 Minuten aktuell. Wir machen dafür die Linie fast auch, wir machen fast, um Gottes Willen, macht fast 1 Million plus.
Aber nichts zu machen. Nur noch 1900 Treibstoff exportieren, dann haben wir es geschafft. Guck mal, also hier ist ja noch genug, ne? 3000 oder so, und wir holen hier noch über die Ölbohrinsel in der Nähe, holen wir was ran. Das läuft auch. Auch wenn wir sie nicht an Straßennetz angeschlossen haben. Bis 55 in 8 Jahren schaffen wir wahrscheinlich nicht. Dafür sind wir zu langsam. Hätte das mit Anfang mit dem Schiff oder so vielleicht klappen müssen. Ein neues Fahrzeug, ein Kesselwagen. Ja, die Fahrzeuge hier werden, die Schiffe und alles wird größer. Aber das jetzt noch für 5 Jahre zu, oder 7, 6 Jahre zu starten und versuchen hier noch mehr Öl ranzubringen, schafft es irgendwie nicht. Guck mal, das geht aber nicht hier. Ich würde die gerne updaten. So, man sagt hier Phase Po. Weil die neuen, die haben ja deutlich mehr Kapazität und sind viel schneller, ne? Die haben 13 Kapazität. Die sind gerade alle voll. Also das eine macht auch richtig Plus. Ja, unsere Produktionskette wird eigentlich nur dadurch aufgehalten, dass wir ein bisschen viele von den alten Fahrzeugen haben. Und wir sehen das hier immer wieder. Wir müssen die anderen zwischendurch durchlassen, damit die ein bisschen vorankommen und nicht so ausgebremst wird. Und hier ist ja sowieso bald überhaupt gar nichts mehr machbar. Wenn der Verkehr hier so weitergeht, dann weiß ich auch nicht. Hier macht aber immer die ganze Zeit kling, 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 kling. Hier kommt gerade ein Flugzeug angeflogen. Auch das ist ganz nice hier. Schön schnell. Wir sehen auch, unsere City Houston wächst auf jeden Fall. Hier werden immer größere Gebäude gebaut. Die haben eigentlich immer ein bisschen mehr Bedarf. Wir könnten wohl auch mit deutlich weniger Fahrzeugen, na, deutlich weniger vielleicht nicht, aber was wollen wir machen? Das noch alles abzugraden. Ich muss mir vielleicht noch mal ein bisschen rumsuchen. Straßenlinien. Linie 4. Ich meine, irgendwann hätte ich es auch schon mal irgendwo gesehen, von wegen Fahrzeug upgraden. Aber kann halt auch sein, dass es immer wirklich nur erst ist, wenn die durchschnittliche Lebensdauer erreicht ist. Importiere mindestens 6000 Waren über den Hafen von Houston. Haben wir geschafft. Wir haben wieder eine Goldmedaille erreicht. Wow. Immerhin, liebe Leute. Haben wir wieder was geschafft. So langsam wird es doch schöner. Aber die eine kriegen wir auch. Zeitlich gesehen, in 6 Jahren schaffen wir das nicht. Wir lassen das Ganze jetzt einfach noch ein paar Jahre länger laufen. Und diese Streckengeschwindigkeit haben wir meiner Meinung nach erreicht. Aber irgendwie ist er nicht der Meinung. Wir können auch 100 Busse zwischenher fahren lassen. Oder wir werden zwischendurch noch ein paar mehr Flugzeuge hier einrichten. Aber das lohnt eigentlich nicht, ne? Bauen wir nochmal jeweils ein zweites Terminal. Vielleicht bringt das nochmal die Reisezeit, verschnellert das die Reisezeit. Und bringt noch ein paar mehr Leute hier hin. Es können eben auch 2 Flugzeuge gleichzeitig verladen werden. Also wenn nicht so. So, wann wie sonst. Ja, schon wieder eins leer. Linie 14 ist sowas von brechend voll.
Oh, es gibt ja hier einen neuen. Ja, da passt aber auch nur einer mehr rein. Aber der fährt schneller. 1, 2. Linie zuweisen, alle Linie 14. Ja, und unser eigener Verkehr kommt hier ja deutlich zum Erliegen. Können wir das noch weiter upgraden? Wie sieht das denn aus, wenn wir sowas hier upgraden? Das ist an vielen Stellen gar nicht möglich. Weil das mit irgendwelchen anderen Krams immer kollidiert. Ansonsten ist es gar nicht so teuer. Da was machbar ist, macht es vielleicht Sinn. Es gibt ja noch irgendwas Tolles. Kleine Landstraße, ja, das macht Sinn. Extra große Landstraße. Sogar noch teurer und es ist irgendwie sechsspurig oder so. Dann gucken wir mal, wie das aussieht gleich. Ich meine, wir werden hier weiter unsere Knotenpunkte haben, aber hier ist es sechsspurig, hier ist es vierspurig. Das müsste doch den Verkehr wieder ein bisschen besser fließen lassen hier. Auch unsere Busse durchkommen und so weiter und alle anderen eben auch hier. Was ist das denn? Neue dicke Schiffe gibt es. Wollen wir uns hier nochmal angucken. Das ist einer für Waren. Der kann in Zukunft 150, könnte der mitnehmen. Das ist schon wieder eine andere Hausnummer. Und Rohöl mit 250. Aber lohnt das noch für den Rest? Ist hier so viel Öl, dass wir sagen, oh ja komm, das lohnt unbedingt? Eigentlich nicht. Wie sieht es hier aus? Haben wir so viele Waren? Auch nicht, ne? Ja doch, der fährt weg, ne? Ja, wir haben ja das Geld, ne? Was soll's? Ich muss doch ein so ein dickes Teil hier kaufen für die Linie 10. Und dann auch noch kaufen wir noch einen neuen Öltanker. Warnung, Straßenfahrzeug hat die Lebensdauer erreicht. So, jetzt können wir Ersatzfahrzeuge festlegen. Das soll der hier sein. Fahrzeuge automatisch ersetzen, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Linie 5 sich jetzt automatisch updatet. Die werden jetzt alle nach und nach alt werden, ne? Unsere ganzen Fahrzeuge. Fahrzeugalter folgende Prozentsatz der Lebensdauer erreicht. 25, das ist ja ein bisschen, ne, warum nicht 50? Sollen wir noch weitere Linien? Sollen wir noch mal gucken? Linie 4 ist nicht so alt, glaube ich, gewesen. Vielleicht Linie 7. Fahrzeugersatz, ja, aber da müssen wir jetzt auswählen, das hier. Öl und Treibstoff. Ja, da müssen wir natürlich immer gucken, was ist genau Linie 7. Linie 7 ist nämlich ein Warendingsbums. Da bringt uns das gar nichts. Da müssen Warendings hin. Hier, so einer. Für Waren. Ja, so einer. Das kostet 157.000 minus abzüglich Wert des anderen Fahrzeugs. Okay. Oh, er hat sich abgedatet. Warte mal, müssen wir mal gucken. Linie 5 in unserem Linienmanager. Linie 4.
hier ist dann irgendwie das Fett hier mit. Das kann nur einer sein, der auch Tanker braucht. Linie 8. Ist der, der Tanker nach unten bringt. Für die immer besser, die ein bisschen mehr können, ne? Die von allen ein bisschen was haben. Rotz. Ja, hier steht alles, ne? Aber gut, wir sind auch bald am Ende der Mission angekommen. Zum Glück, hier haben wir den totalen Stillstand. Also da müsste man tatsächlich noch versuchen, weiß ich nicht, mehr Transportlinien zu etablieren. Mehr Buslinien, auch irgendwie ein Zug. Hier ist eh nichts zu machen und das Ziel wird einfach nicht erreicht, von wegen in 5 Minuten. Wo Linie 19 eine 3 Minuten Frequenz hat. Hier wartet schon wieder 42, aber hier kommt ja auch die nächste Ladung. Noch 700 Treibstoff explodieren. Ich bin gespannt. Das, ich glaube, das gucken wir uns heute noch an, ob wir das noch schaffen. Das dauert wahrscheinlich noch 5 Minuten. Aber dann kann natürlich sein, dass dann auch noch wieder ein neues Ziel kommt. Von wegen versorge alle Städte mit irgendwas, damit sie nochmal einen drauflegen. Das ist ja auch immerhin die vorletzte amerikanische Mission. Ich glaube nicht, dass es mit dem, was wir gerade tun, schon gegessen ist. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich bin gar nicht so traurig, denn wenn es das war, wir nochmal die letzte amerikanische Mission uns angucken. Ja, Linie 8, also doch. Und die transportieren, was transportiert er denn da? Der transportiert doch Treibstoff. Abzüglich Wert des alten Fahrzeugs, ja, gucken wir mal. Eigentlich müssen jetzt dann nach und nach unsere Linien hier, Linie 5 müsste doch eigentlich schon, wo ne, die updaten ja immer erst, wenn sie alt sind. Klar, oder? Aber gut, wir haben das Schiff, ne? Das hat uns richtig weitergeholfen. Da kannst du derzeit nicht anlegen, weil hier eins beladen wird. Fahrzeug ist im Weg. Ja, mach mal voll hier. Was dauert noch so lange? Die beladen viel zu langsam. Hm. Auto speichern. Oh, ein neues Lockhead unten. Rungenwagen. Waren, Linie 11. Linie 11 ist eine mit Waren. Das machen wir in Zukunft, ne? Dass die sich automatisch updaten. Das ist Linie 11. Ja, passt doch. Habe ich doch gerade eingestellt. Werden immer weniger von den Gremlin Autos. Ich habe natürlich immer noch eine ganze Menge, aber es lohnt auch nicht, wir graden die noch groß ab. Ansonsten müssen wir natürlich auch die nochmal alle auf neuesten Stand bringen. Wer weiß, wie weit sich das hier noch aufstaut. Ja, gucken wir auch eher hier, ne? Linie 13. Das ist auch eine Rohöllinie. Linie 8 haben wir schon. Wenn er nicht alt genug ist, kann ich da nichts für. Verschwenden wir es auch nicht. Wir brauchen noch 345, nicht mal mehr Treibstoff exportieren. Was macht der? Also schon wieder ein neuer, ne? Das war recht leer. Also wegen dem Großen wahrscheinlich hier, oder wo ist das Große? Wo ist das Große? Ist das gerade hier vom Hafen? Ich habe es gar nicht gesehen. Ist es gesunken? Schiff ist gesunken, oder haben wir es irgendwo falsch hingeschickt? Oh
150, 21. 0 von 100. Ach nee, wir haben es gar nicht gekauft. Wir haben ja ein größeres Transportschiff gekauft. Ist gerade angekommen hier mit 112 Ware. Bringt 1,23 Mille. 21 Millionen haben wir auf der hohen Kante. Ja, da gibt es zwei neue. Ist ein bisschen schneller als die alten. Nur noch 227. Warnung, Straßenfahrzeug 29, Linie 12. Haben wir Linie 12 noch nicht? Was transportiert der Rohöl? Linie 6. Produziert Waren. Er produziert, transportiert Waren. Hm. Macht aber gut Plus. Aber dann macht er mal ein paar Jahre Minus und dann haut das richtig rein. Ist aber mittlerweile ein bisschen zu teuer geworden in den Anschau hier, Produktionsdingern da, in den Betriebskosten. Linie 1. Jetzt kommen sie alle, ne? Linie 1 produziert, transportiert Rohöl. Jo. 34 ist Linie 2. Linie 2 ist natürlich auch eine Rohöllinie. Fahrzeugauto schon mal, ja, aber wir müssen erstmal Rohölfahrzeug auswählen. Hier die Öltransporter. Jetzt sind sie alle. Linie 3. Ja, wie wir dachten, wir müssen tatsächlich noch mehr schaffen. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Wir werden das Ganze versuchen, morgen nochmal dann weiter zu bearbeiten. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und unterstütze mich und wenn ihr morgen wieder dabei seid, freue ich mich und tschüss.